Hallo Andrea. Ich hatte dir ja versprochen, dass wir uns diese Woche treffen. Wie geht es dir? Ah, hallo Eva. Mir geht es sehr gut. Ich habe heute einen Tag frei. Das klingt ja schön. Ich wollte dir unbedingt erzählen, dass ich endlich eine neue Wohnung gefunden habe. Du weißt ja, dass ich schon sehr lange nach einer Wohnung in Hamburg gesucht habe, und nun ist es endlich soweit. Ich freue mich für dich. Wie viele Zimmer hat die Wohnung denn? Drei Zimmer. Das Wohnzimmer ist schön groß und hat einen Balkon zu einem Waldstück. Der Ausblick ist wunderschön und man hört morgens die Vögel zwitschern. Leider ist die Küche ziemlich klein, aber mit der richtigen Einrichtung ist das nicht so schlimm. Es gibt noch ein schönes Schlafzimmer, in das alle meine Möbel passen, und ein kleines Zimmer. Das werde ich als Arbeitszimmer nutzen. Das Bad hat eine Badewanne, darüber freue ich mich sehr. Bisher hatte Itzia nur eine Dusche. Außerdem habe ich im Bad endlich Platz für einen Schrank, in dem ich Handtücher und Kosmetik aufbewahren kann. Drei Zimmer. Das Wohnzimmer ist schön groß und hat einen Balkon zu einem Waldstück. Der Ausblick ist wunderschön und man hört morgens die Vögel zwitschern. Leider ist die Küche ziemlich klein, aber mit der richtigen Einrichtung ist das nicht so schlimm. Es gibt noch ein schönes Schlafzimmer, in das alle meine Möbel passen, und ein kleines Zimmer. Das werde ich als Arbeitszimmer nutzen. Das Bad hat eine Badewanne, darüber freue ich mich sehr. Bisher hatte Itzia nur eine Dusche. Außerdem habe ich im Bad endlich Platz für einen Schrank, in dem ich Handtücher und Kosmetik aufbewahren kann. Das klingt ja sehr gut. Und wie viele Quadratmeter hat die Wohnung? In dem Wohnungsangebot standen 55 Quadratmeter, aber ich hatte gestern Nachmittag einen Termin zur Besichtigung und glaube, dass es sogar mehr sind. Und wie viel Miete zahlst du dann dort? $550 pro Monat und $50 für Strom. Oh, das ist aber deutlich mehr, als ich für meine Wohnung bezahle. Sie ist ungefähr 60 Quadratmeter groß und ich zahle $450. Ist dir das nicht zu teuer? Weniger Platz gezahlt. Nun ziehe ich an den Rand von Hamburg in einen ruhigeren und grüneren Stadtteil und zahle dann für fast dieselbe Größe der Wohnung $100 weniger. In der Nähe sind auch viele Einkaufsmöglichkeiten und ein See ist auch nicht weit entfernt.
In der Nähe sind auch viele Einkaufsmöglichkeiten und ein See ist auch nicht weit entfernt. Das ist doch perfekt. Passen denn alle deine Möbel in die neue Wohnung? Das ist doch perfekt. Passen denn alle deine Möbel in die neue Wohnung? Nein, leider nicht. Meine jetzige Küche ist deutlich größer, also muss ich mir eine neue kaufen. Mein Sofa und meine Schrankwand sind schon so alt, dass die wahrscheinlich bei einem Umzug kaputt gehen. Ich muss also unbedingt neue Möbel kaufen. Einen neuen Schrank für mein Bad brauche ich dann ja auch noch. Nein, leider nicht. Meine jetzige Küche ist deutlich größer, also muss ich mir eine neue kaufen. Mein Sofa und meine Schrankwand sind schon so alt, dass die wahrscheinlich bei einem Umzug kaputt gehen. Ich muss also unbedingt neue Möbel kaufen. Einen neuen Schrank für mein Bad brauche ich dann ja auch noch. Das trifft sich super. Ich habe vor, am Samstag zu Möbel Heinz zu fahren. Wir brauchen unbedingt einen neuen Schreibtisch für meinen Sohn Robert. Der alte Schreibtisch hat viel zu wenig Platz und sieht auch nicht mehr schön aus. Da Martin am Samstag leider arbeiten muss, hatte ich vor, allein zu gehen. Lass uns doch gemeinsam fahren. Das trifft sich super. Ich habe vor, am Samstag zu Möbel Heinz zu fahren. Wir brauchen unbedingt einen neuen Schreibtisch für meinen Sohn Robert. Der alte Schreibtisch hat viel zu wenig Platz und sieht auch nicht mehr schön aus. Da Martin am Samstag leider arbeiten muss, hatte ich vor, allein zu gehen. Lass uns doch gemeinsam fahren. Ja, sehr gerne. Mein Auto steht zurzeit in der Werkstatt. Die Bremsen sind schon alt und müssen nun dringend erneuert werden. Es dauert wahrscheinlich noch 2 Tage, bis ich mein Auto abholen kann. Ich hätte daher im Moment keine Möglichkeit gehabt, zu Möbel Heinz zu fahren. Ja, sehr gerne. Mein Auto steht zurzeit in der Werkstatt. Die Bremsen sind schon alt und müssen nun dringend erneuert werden. Es dauert wahrscheinlich noch 2 Tage, bis ich mein Auto abholen kann. Ich hätte daher im Moment keine Möglichkeit gehabt, zu Möbel Heinz zu fahren. Dann hole ich dich ab. Passt es dir, wenn ich um 10 Uhr bei dir bin? Dann hole ich dich ab. Passt es dir, wenn ich um 10 Uhr bei dir bin? Ja, das passt gut. Brauchst du noch etwas? Ja, das passt gut. Brauchst du noch etwas? Vielleicht noch ein neues Regal für den Flur. Unser altes Schuhregal ist viel zu klein und alle Schuhe stehen immer auf dem Boden. Ständig stolpere ich über Schuhe oder Taschen. Ich werde mal schauen, ob es ein größeres Regal in der gleichen Farbe gibt. Vielleicht noch ein neues Regal für den Flur. Unser altes Schuhregal ist viel zu klein und alle Schuhe stehen immer auf dem Boden. Ständig stolpere ich über Schuhe oder Taschen. Ich werde mal schauen, ob es ein größeres Regal in der gleichen Farbe gibt. Und was machst du dann mit deinem alten Regal? Passen die denn beide in deinen Flur? Und was machst du dann mit deinem alten Regal? Passen die denn beide in deinen Flur? Nein, das alte Regal muss dann weg sein. Nein, das alte Regal muss dann weg sein. Also ich habe gar kein Schuhregal. Wenn du es nicht mehr möchtest, dann würde ich es nehmen. Also ich habe gar kein Schuhregal. Wenn du es nicht mehr möchtest, dann würde ich es nehmen. Oh, das ist eine gute Idee. Wenn ich am Samstag ein neues Regal finde, dann bekommst du das alte. Was brauchst du denn noch? Oh, das ist eine gute Idee. Wenn ich am Samstag ein neues Regal finde, dann bekommst du das alte. Was brauchst du denn noch?
Viel. Also ein Bett habe ich mir letztes Jahr erst neu gekauft. Das ist sehr bequem und passt auch in die neue Wohnung. Das behalte ich also. Aber mein Kleiderschrank ist wahrscheinlich zu groß. Das muss ich in der neuen Wohnung noch genau messen. Meinen Schreibtisch nehme ich auch mit, der passt auf jeden Fall in mein neues Arbeitszimmer. Aber ich habe keine Lampe, ich brauche einen neuen gemütlichen Sessel und natürlich ein neues Sofa, eine Schrankwand und eine neue Küche. Und den Schrank für das Badezimmer. Viel. Also ein Bett habe ich mir letztes Jahr erst neu gekauft. Das ist sehr bequem und passt auch in die neue Wohnung. Das behalte ich also. Aber mein Kleiderschrank ist wahrscheinlich zu groß. Das muss ich in der neuen Wohnung noch genau messen. Meinen Schreibtisch nehme ich auch mit, der passt auf jeden Fall in mein neues Arbeitszimmer. Aber ich habe keine Lampe, ich brauche einen neuen gemütlichen Sessel und natürlich ein neues Sofa, eine Schrankwand und eine neue Küche. Und den Schrank für das Badezimmer. Hast du eigentlich Stühle und einen Tisch für deinen neuen Balkon? Bisher hattest du ja keinen Balkon. Hast du eigentlich Stühle und einen Tisch für deinen neuen Balkon? Bisher hattest du ja keinen Balkon. Nein, ich habe keine Balkonmöbel. Ich habe in der Werbung neulich eine schöne Hollywood-Schaukel gesehen. Die würde mir gefallen. Der Balkon ist sehr groß, das sollte ausreichen. Nein, ich habe keine Balkonmöbel. Ich habe in der Werbung neulich eine schöne Hollywood-Schaukel gesehen. Die würde mir gefallen. Der Balkon ist sehr groß, das sollte ausreichen. Ich weiß nicht, ob es bei Möbel Heinz auch Balkonmöbel gibt, aber wir können ja einfach mal schauen. Ich weiß nicht, ob es bei Möbel Heinz auch Balkonmöbel gibt, aber wir können ja einfach mal schauen. Das macht nichts. Ich habe ja ab nächster Woche mein Auto wieder und kann dann auch noch in andere Möbelhäuser fahren. Das Wichtigste ist erstmal die Küche, das Sofa und die Schrankwand. Alles Weitere kann ich ja auch noch besorgen, wenn ich schon umgezogen bin. Das macht nichts. Ich habe ja ab nächster Woche mein Auto wieder und kann dann auch noch in andere Möbelhäuser fahren. Das Wichtigste ist erstmal die Küche, das Sofa und die Schrankwand. Alles Weitere kann ich ja auch noch besorgen, wenn ich schon umgezogen bin. Das stimmt. Dann komme ich am Samstag um 10 Uhr vorbei. Ich freue mich darauf. Das stimmt. Dann komme ich am Samstag um 10 Uhr vorbei. Ich freue mich darauf. Ich auch. Bis dann. Ich auch. Bis dann.